So, da bin ich wieder zurück. Wir müssen das Ganze nochmal probieren. Also ich habe momentan ein bisschen Schwierigkeiten, dass ich hier... ich komme gerade nicht durch. Ich habe gerade so ein bisschen meine Schwierigkeiten auch mit dem Zielen und so. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Ich habe das bei einem anderen YouTuber mal reingeguckt, tatsächlich. Warum lässt du den denn los? Das ist nicht wahr, ne? Ey, sobald ich hier nur oben stehe, kann ich nichts mehr machen. Das ist gerade für mich richtig ärgerlich, dass ich hier nichts machen kann. Nervt mich gerade so ein bisschen, dass ich hier nicht wirklich weiterkomme. Also ich würde ge... Also er macht nur einmal seine Bewegung und dann bin ich down. Einmal macht er nur eine Bewegung, macht er seine Bewegung und ich bin direkt weg. Also das ist gerade ein bisschen Schwierigkeiten. Ich habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten, da irgendwie durchzukommen. Ich verstehe gerade nicht, wieso mein Fernseher aus ist. Moment, ich komme sofort wieder. So. Na also, geht doch. Nein! Nur weil ich ins Feuer gegangen bin, sterbe ich. Oh, lecko mio, Alter. Das schaffst du es und dann gehst du ins fucking Feuer. Warum? Den hätte ich gehabt, den Typen. Ich glaube, ich muss es eh nochmal neu machen. Ja, ich muss es nochmal neu machen. Na, wie scheiße ist das denn, ey? Boah.
Ihr seht überhaupt die Karte statt auf das. Ja, das ist ärgerlich. Das wurmt mich gerade. Ich hätte es geschafft. Ah ja, natürlich. Was wurmt mich gerade richtig, ey. Denn ich hätte so easy weggehauen. Und dann will der nicht, dass ich das Feuer treffe, sondern sagt er lieber, gut. Kein Feuer, sondern lieber er. Muss mich wieder sterben lassen. Das ist ja ärgerlich, sowas. Das ist nicht wahr. Immer dann, wenn ich den wirklich auch hole. Wenn ich mir den. Ey, ich hole mir den Boss und schaffe es auch, den runterzukriegen. Und sterbe dann quasi mit in diese Bewegung. Ach, Mann. Das ärgert mich gerade. Nee, das wurmt mich, das ärgert mich. Das ist jetzt mittlerweile das zweite Mal, dass ich nicht. Also jetzt werde ich wahrscheinlich wieder unnötigerweise einen Pfeil zerschießen. Du nicht? Das ist jetzt gerade krank. Geschafft. Alter, endlich, ey. Gefühlt der 50 Jahre später kriegen wir es dann am Ende doch in den Typen zu holen. So. Weil ich muss jetzt vor allen Dingen auch mal ein bisschen was. Jetzt muss ich hier ein bisschen einsammeln. Ja, ich weiß, dass ich ziemlich angeschlagen bin. Alles mitnehmen, was hier so gerade rumfliegt. Bogen mitnehmen, den mitnehmen. So, du hast. Bis auch weg, Kollege. Gut, dann nehme ich. Warte mal, dann gehe ich mal kurz auf meine eigene Tasche, weil ich muss dringend Energie haben. Energie. Und Energie. Gut. Dann haben wir das auch weg. Dann gehen wir mal kurz trotzdem mal auf die Tasche. Ausrüsten. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Sehr gut. Dauerte eine Weile, liebe Leute, aber ich war schon wieder ein bisschen verzweifelt, aber es funktioniert. Wir nehmen den Schatz hier mit. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Feuerfall! Nice try! Kann man immer mal gebrauchen. Gut. Finito mit dieser Mission. Das heißt, wir können jetzt ohne Probleme da oben durchgehen. Ich denke, dass die Folge auch nicht so lange wird. Ich habe jetzt auch nicht so ewig mehr Zeit. Das heißt, ich werde jetzt gleich ein bisschen einen kleinen Feierabend machen hier. Aber wir haben es Gott sei Dank endlich geschafft. Wir können hier oben eigentlich auch weitermachen. Pilze, das ist immer gut. Pilze nimmt man immer gerne mit, weil vor allem Medizin und so.
Wie? Ja. Gute, okay. Die kann man durchaus mal gebrauchen. Wieder so komische Bockdinger. Ich hab die Hummer und so. Die dürften nicht so stark sein. Wenn wir schon mal ein Schiff haben. Bienenkorb. Hey Kollege, ich will mich damit zusetzen. Schön, meine Waffentasche ist voll. Uiuiui, ich sollte mal weg. Hau ab! Mir gerade ordentlich Energie gekostet. Kommen. Hoffe ich jetzt nicht nochmal wieder. Ausdauer nicht. Vollständig von Bienenstock ist besonders nah, wenn man ihn zur Verfeinerung von Gräser verwendet, verliert einen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Sehr gut. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Nö, eigentlich nicht. Da könnte es noch was geben. Vor allem den Pilz. Vor allem. Ein Ausdauerling, okay. Ja, sehr gut. Warte, meine Ausfälle, meine Dings ist ja voll. Ja, abbrechen, okay. Werfen. Wegwerfen. Oh, wegwerfen. Ich würde mich die Axt gerne mitnehmen. Wer weiß, wofür die gut ist. So, da ist noch ein Pilz. Ich laufe jetzt gerade auch so ein bisschen planlos durch die Gegend. Da kommen wir ja her. Jetzt würde ich fast sagen, wir gehen da mal durch. Auch wenn wir jetzt gerade so ein bisschen, wie gesagt, ja, planlos durch die Gegend können. Ich würde fast wetten, dass wir da durch. Also diese Brücke, die da so ein bisschen ist. Wir können jetzt hier nochmal umgucken. Bloß nicht runterfallen. Das geht nämlich ganz schön bergab, wenn man das so sieht. Ja, jetzt so gerade habe ich gerade null, nicht wirklich die Ahnung, wo ich hier bin.
Aber scheint richtig zu sein. Aber ich jetzt erwartet, dass wir Ärger kriegen. Okay, es war ein Versuch wert. Also da wird es schwierig werden. Das Ding da vorne erwacht zum Leben. Frage ist, ob wir da jetzt wirklich durch müssen. Nein, 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 nein. Das ist nicht wahr. Der wehrt sich dagegen, da hochzugehen und sagt dann, ich gehe lieber ein paar Mal runter, bevor ich mich dann halt da, dann lasse ich mich lieber erschießen. Verdammt, ey. Kann ich das Ding nicht angreifen? Kann ich. Cool. Ja, ich muss jetzt sowieso gleich Feierabend machen, leider, liebe Leute. Das heißt, aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Aber warum der sich denn jetzt dagegen gewehrt hat? Warum der sagt, okay, ich gehe da nicht hin. Ich will nicht da hoch, sondern, so, durch. Ein antikes Zahnrad. Dieses Zahnrad stammt zwar aus einer uralten Maschine, aber es sieht aus, als wäre es erst gestern hergestellt worden. Unerklärlich. Gerade eben. Antike Schraube. Diese Art Schrauben wurden oft mal in antiken Maschinen verwendet. Sie sind aus einem unbekannten Material und scheinen nahezu unverwüstlich zu sein. Okay. Wirklich durch musste. Also, Vermutungsja. Aber. Also da gehe ich nicht runter. Also das ist mir zu heiß. Bloß nicht da irgendwie unnötig runterfallen.
Da sind noch ein paar Freunde von uns. Einige sind jetzt vier, glaube ich, wenn ich richtig sehe. Gut. Gut, das war. Haben wir jetzt auch einen Endgegner oder? Komm, ich kann mir das irgendwie so ohne Probleme nehmen, weil ich im Kopf. Es sind gar keine Gegner mehr hier. Alles mitnehmen, was hier unten so liegt. Alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Wer weiß, wofür es gut ist, ne? Was haben wir denn hier so drin? Ein Reiseschwert, okay. Gut. Ja, liebe Leute, ihr ahnt doch schon wieder, was kommt. Wir haben ein paar Gegner besiegt und haben uns aber doch ein bisschen besser angestellt das letzte Mal. Das heißt, wir werden uns hier über die Folge beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Zelda Breath of the Wild. Und dann freue ich mich, wenn ihr dann hoffentlich wieder mit am Start seid. Ne? Bis dann und auf Wiedersehen.